Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Dennis. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video möchte ich euch gerne die Baureihe 143 von Pico vorstellen. Ich habe sie mir als analoges Modell gekauft und nachträglich mit einem Esolog Sound 5 Decoder digitalisiert. Und zusätzlich habe ich auch ein Powerpack eingebaut. Diesmal nicht von ESU, sondern von Trainomatic. Da gibt es ein baugleiches Powerpack. Das würde ich euch in Bildern zeigen und auch nochmal die Leistungsfähigkeit. Die hat mich tatsächlich überzeugt. Grundsätzlich soll das gar keine Werbung sein. Ich habe alles selber bezahlt, aber ich finde es immer interessant, auch mal zu zeigen, was es vielleicht Neues auf dem Markt gibt. Ja, und darüber hinaus stelle ich euch natürlich das Modell in gewohnter Manier vor. Ich habe Fotos, Videos vorbereitet, Zugstärketest gemacht, würde euch nochmal ein Fahrvideo zeigen und einige ausgewählte Soundfunktionen, denn ich habe auf meinem Kanal die Baureihe 243 bereits vorgestellt und das Soundprojekt von ESU ist das gleiche. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Die Baureihe 143 ist baugleich zur Baureihe 243, die ihr im Hintergrund sehen könnt. Dieses Modell hatte ich bereits vorgestellt. Wer Interesse hat, schaut gerne auf meinem Kanal nach. Baugleich bedeutet, bis auf die farblichen und optischen Unterschiede, ist sie technisch genauso ausgestattet. Fünfpoliger Motor, zwei Schwungmassen, drei Lichtspitzenbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung. Zusätzlich bei diesem Modell gibt es eine Zugzielanzeige und ich habe noch einen Esolog Sound 5 Decoder mit Sound nachgerüstet. So, kommen wir jetzt zu den Digitalfunktionen. Das Modell hatte ich ja als analoge Lok gekauft und nachträglich habe ich es mit einem Esolog Sound 5 Decoder digitalisiert und habe auch noch einen Kondensator eingebaut. Von ESU gibt es die sogenannten Powerpacks Mini, die sind sehr leistungsstark und von Trainomatic gibt es ein baugleiches Pendant. Das habe ich gekauft, kostet knapp die Hälfte. Und habe es einmal eingebaut. Die Leistungsfähigkeit würde ich euch zeigen und auch Bilder vom Einbau stelle ich im Anschluss gleich noch zur Verfügung. Keine Sorge, ich möchte euch auch nicht alle Soundfunktionen vorspielen, denn die sind baugleich mit der 243, die ihr im Hintergrund seht. Und wenn ihr Interesse habt, schaut mal bei diesem Video nach. Dort habe ich alle Soundfunktionen einmal vorgespielt. Heute würde ich mich auf die wesentlichsten begrenzen. Und würde euch auch ein Beispiel zeigen, einer selbst kreierten Bahnhofsansage, die passt nicht ganz, geht um Intercity Express, aber um einfach nochmal so ein Gefühl zu kriegen, wie leicht, wie schnell kann man eigene Bahnhofsansagen erstellen. Fangen wir an mit dem Licht. Das Modell verfügt über drei Lichtspitzensignal in beide Fahrtrichtungen. Das könnt ihr hier sehen. Zusätzlich habe ich noch einen Scheinwerfer mit eingebaut. Kann man hier sehen, da wird das Licht etwas heller. Und darüber hinaus könnt ihr natürlich auch die wagenseitige Beleuchtung abschalten
Und unter F2 gibt es einmal ein Horn. F3 ebenfalls. F5 haben wir den Schaffnerpfiff. Und bei diesem Modell, dazu muss ich einmal das Licht ausschalten, haben wir unter F7 noch die sogenannte Zugzielanzeige. Die könnt ihr hier sehen. Und zusätzlich auch die Führerstandsbeleuchtung. Die Führerstandsbeleuchtung ist auch so programmiert, dass, wenn sie eingeschaltet ist, das Modell losfährt, sie sich automatisch ausschaltet und wenn das Modell wieder zum Stehen kommt, sie sich automatisch wieder einschaltet. So, jetzt kommen wir zu den Fahrgeräuschen. Mach nochmal das Licht an, einmal den Motor an. So, unter F10 habe ich jetzt eine selbst kreierte Bahnhofsansage. Sehr geehrte Damen und Herren, auf Gleis 2 fährt ab der Intercity Express 4711 von Berlin-Friedrichstraße nach Hamburg. Bitte einsteigen, der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wer selber Bahnhofsansagen kreieren möchte, dem empfehle ich, mal nach Voice Reader im Internet zu googeln. Dort könnt ihr in der Regel euren Text eingeben, wählt eine männliche oder weibliche Stimme aus, lässt es einmal abspielen, nehmt es auf, gerne mit eurem Smartphone, schneidet euch den passenden Wave-Sound zusammen, dann ist es bei ESO relativ leicht, mittels Log-Programme auch diese eigen- oder selbst kreierten Sounds zu übertragen. So, dann kann es losgehen. Und jetzt noch ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit des Powerpacks. Dazu winkel ich die Lok einmal an. Licht und Sound bleiben eingeschaltet. Sieben bis acht Sekunden, das reicht nach meiner Einschätzung locker aus, um auch längere verschmutzte Abschnitte problemlos zu überfahren.
Modell habe ich einen Zugstärketest durchgeführt auf einem geraden Gleisstück ohne Steigung, ohne Gefälle. Auf diesem Gleisstück habe ich ein Messgerät befestigt und habe das Modell 3 Durchgänge durchlaufen lassen. Und im Durchschnitt hat dieses Modell rund 130 Gramm an Zugstärke auf das Messgerät gebracht. Was heißt das jetzt? Wenn wir unterstellen, dass ein vierachsiger Wagen rund 1,9 bis 2 Gramm Rollwiderstand hat, dann zieht dieses Modell rund 60 Wagen weg und das reicht aus meiner Sicht für den normalen Modellbahnbetrieb völlig aus. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein zur Vorstellung der Baureihe 143. Auch ein gelungenes Modell, tolle Fahreigenschaften. Und mit dem Soundprojekt von ESU bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Und wer darüber hinaus vielleicht an eigene erstellte Soundprojekte denkt, wie eine Bahnhofsansage oder ein Geburtstagsgruß oder was auch immer, guckt mal im Internet nach sogenannten Begriffen wie Voice Reader. Da habt ihr die Möglichkeit, eigene Texte einzugeben, die dann abgespielt werden. Und zum Beispiel habe ich sie mit meinem Mobiltelefon aufgenommen und dann in mein Schnittprogramm übertragen. Und dann könnt ihr euch die wunderbar zuschneiden und auch relativ einfach auf die ESO-Decoder übertragen. Dafür ist natürlich ein Log-Programmer immer ganz hilfreich und erforderlich. Aber das gibt vielleicht nochmal so eine ganz individuelle Note, wenn man mit seinen Modellen fährt und die eigenen Bahnhöfe dann auch richtig zur Geltung kommen. Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Modellen. Bleibt mir alle schön gesund. Wenn Fragen zu dem Modell sind oder weitere Hinweise und Anregungen, würde ich mich wie immer freuen, dass ihr es in die Kommentare schreibt. Und dann sage ich bis bald und ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!